So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lamulana. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Obwohl, eigentlich hört sich das falsch an, denn wir starten schon zum dritten Mal an sich. In der ersten, zweiten und dritten Folge hier. Und, oh, Nilsson spielt Dota 2. Das freut mich für ihn. Und wie auch immer. Wir haben in der letzten Folge uns das Gate of Guidance, das erste Areal angeguckt. Haben dabei fleißig Gold gesammelt, konnten uns dadurch den Cliff Reader kaufen. Und einige Gewichte. Und damit sollten wir jetzt ganz gut bestückt sein und denke ich doch alle Rätsel dort lösen können. Nein, nicht alle, aber halt alle, zu denen wir jetzt Zutritt haben. Nicht? Gucken wir mal. Wenn wir jetzt den Kral haben können, dann müssten wir uns jetzt auch theoretisch teleportieren können. Bin mal gespannt. Okay. Erstmal können wir jetzt lesen, habe ich recht? Jawohl. Hier ruht die Mutter. Oder hier ist, wo die Mutter ruht. Auf diesem Pfad der Prüfungen werden. Diesen Pfad der Prüfungen werden nicht nur Helden, die die Angst nicht fürchten, bestehen. So wie wir. Okay, was können wir jetzt machen? Es gibt so viele Rätsel zu lösen. So viele Sachen zu tun. Zum Beispiel Fledermäuse auspeitschen. Zack. Wir peitschen sie aus, bis sie tot sind. Okay, jetzt können wir es mal gucken. Behold, also Ehre oder so, Ehre des Tor der Führung. Tod erwartet jene, die es wagen, dieses Land zu stören. Da finde ich schön. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie man hin und her wechselt. Item Button, use Holy Grail. Ah, okay, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch. So funktioniert das. Das ist natürlich cool. Nächstes können wir uns nämlich hin und her porten. Und das ist eine super Sache und ziemlich wichtig, finde ich. Ist gut für fahrende Menschen, so wie mich. Okay. Hier können wir nichts machen. Ne? Das erklärt uns hier vielleicht das Rätsel. Opfere 3 Lichter an den Himmel. Ich habe kein Licht. Können wir also anscheinend noch nicht machen. Okay, ob ich mal die Falle auslöse, ist auch Spaß. Mache ich jetzt und passt auf. Komm. Ich nehme an, das hätte uns halt instant getötet, ohne irgendwelche Chance auf Überleben. Ich würde es jetzt nicht unbedingt ausprobieren, aber ihr habt ja gesehen, was passiert. War halt eine Falle. Gibt's auch. Okay, die Tür da bleibt zu. Das ist schade. Was mich gerade fragen ist, was eigentlich hiermit? Da ist eine Truhe. Wie komme ich denn. Moment. Wie komme ich denn an die Truhe ran? Ich muss mich da fallen lassen, aber ich kann mich nicht bewegen während des Fallenlassens. Okay, ich würde diese Truhe ja schon gerne haben. Moment, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Also wenn ich jetzt hier einfach lang gehe, geht das da ja auch. Und jetzt so durchspringen? What the fuck? Das geht nie im Leben. Das geht nicht. Und es geht, weil ich so gut bin. Oh, da waren 50 Münzen drin. Nice. Das hat sich doch mal gelohnt, oder nicht? Okay, hier können wir bei mir noch nichts machen. Wer rechts gab es doch ein Geheimnis. Es gibt nur jeden dieser Abteile, zumindest in den vorderen. Es gibt auch noch so hintere Abteilungen, also so Areale. Aber wie das zusammenhängt, erkläre ich euch noch. Auf alle Fälle gibt es in jedem dieser vorderen Abschnitte. Jeweils einen Boss zu besiegen. Logischerweise gibt es noch hier einen Boss zu besiegen. Hier ist ein kleines Kistenschieberätsel. Logisch zu erklären eigentlich. Und derzeit kann ich erklären. Und zwar, um diese Bosse zu rufen, muss man immer irgendwas machen, um ein Rangkreuz erscheinen zu lassen. Irgendein Rätsellöser oder irgendwie sowas. Und um den Boss dann rufen zu können, wenn dieses Kreuz da ist, brauchen wir noch ein Ankyubel. Und das ist auch irgendwo versteckt in diesem Areal. Das heißt, man muss einfach die Rätsel lösen. Und alles ausprobieren. Alles. Wie zum Beispiel das. Da oben hat sich ein. Da oben, so ein Podest. Was ist das? Pure Memories of the Holy Grail. Ach, das erklärt an, wie man sich mit dem Heiligen Gral teleportiert. Oh, das wissen wir ja schon. Was ist denn da unten jetzt so Schönes? Da gucken wir gleich mal hin. Macht sich weg, Skelett. Was ist hier? Ah, ja. Da kann man noch nicht viel machen.
Die Musik ist so geil. Jetzt? Meine Güte, es gibt so viel zu machen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Das ist eigentlich schlimm, ne? Aber tja, das gehört dazu. It shall connect one third of when one small knows the other's pizza. Dann ist ja dieses Rätsel in diesem Block hier gewesen. Den haben wir reingeschlagen und dadurch hat sich dieser Block rausgehoben. Wir können auf ihn drauf. Dient als Lift. Sehr freundlich von dem Block. Moment mal, was ist eigentlich da oben in diesem Shop drin? Jetzt erst auf, da können wir ja hin. Da brauchen wir die Plattform für. B, ihr kommt jetzt im Block raus. Danke, Spiel. Danke. Was sagt der denn? 8 Geister oder so leben in diesem Land. Die Geister sind Wächter. Beschützer dieses Bodens. Dieser Ruine halt. Ihre Geister schlafen, oder die Geister schlafen in den Angst, die unter einem roten Licht zersplittert werden. Die Geister werden dann gerufen werden. Das ist schön. Wie ich schon erklärt habe, wir brauchen halt das Ankreuz steht irgendwo und wir brauchen das Ankyo-Weh, um es zu aktivieren. Die weiße Push-Wall. Achso, ja. Das erklärt dann, wie man diese weißen Boxen verschiebt halt auf so eine weiße Plattform und dann öffnet sich irgendwas. Wie eben in diesem Geheimnis hier. Wer aufgepasst hat, hat es gesehen. Ist auch ziemlich schwer, diese englische Sprache zu übersetzen, weil ziemlich. Jetzt ist schon ein bisschen kryptisch geschrieben. Und sowas hat man ja in der Schule nicht. Hauptsache, man versteht's. Nicht? As the guild runs a hidden. Put irgendwas mit einem hidden. Aber nicht knapp, ich weiß, was die meinen. Okay, da oben ist wieder so ein böses Auge der Boshaftigkeit. Da unten geht's zu irgendeinem anderen Gebiet. Was ist der? Da fehlt ja dann noch ein Radiance. Aha. Cliff of Radiance? Keine Ahnung. Ich frag mich, wofür ist das Ding hier gut? Okay, dann sprengt diese Wand da weg. Oh, ein Shop. Was ist hier Schönes drin? Was ist das denn? That's a guild. It detects hidden stores via sound. Ach so. Hidden stores. Na gut, kaufen wir es halt einfach mal. Muss ich das jetzt auswählen? In der Software? Ja. Gut, warum nicht? Okay, zeigt uns also irgendwelche versteckten Jobs an. Oder wie, oder was? Software made by the shop guild within the ruins. Dann wird sie, if there's a hidden shop on screen. Okay. Die traurige Geschichte der Riesen. Die traurige Vergangenheit der Riesen ist hier beschrieben. Ach, das heißt, unter uns befindet sich also das mit dem Riesen. Okay. Irgendwas fehlt doch hier aber noch. Wie löst sich denn das jetzt links? Irgendwas muss man noch sagen. Ach ja, okay. Das erste Zeitalter der Sonne wurde von einer Überschwemmung, von einer Flut zerstört. Das zweite Zeitalter der Sonne wurde vom Gott des Windes zerstört. Das dritte vom Gott des Feuers. Und das vierte vom Blut und Feuer. Okay. So, jetzt gucken wir hier mal links. Ich, wenn ich es nicht vergessen hätte. Was war es nochmal? Wasser, Wind, Feuer, Blut. Wasser, Wind, Feuer, Blut. Okay. Blut ist wahrscheinlich unrecht, also Wasser. Wahrscheinlich, wir müssen eine falsche Reihenfolge kaputt machen. Kriegen wir einen auf den Latz von dem Auge da oben. Feuer und Blut. Sollte geklappt haben. Wir haben irgendein Rätsel gelöst. Hat das die Leiter da unten rechts jetzt aufgemacht? Hat es. Nice, nice, nice. Wir kommen voran. Nee, wie ihr seht, wir brauchen wirklich einen Haufen Gewichte. Um zum Knacken, wieso? Was hat das jetzt gemacht? Gute Frage, nicht? Aber die Antwort darauf wüsste ich gern. Okay, da gibt es nochmal 10 so Münzen. Was hat denn das gemacht? Hä? Hier unten war noch nicht, oder? Hat München wieder.
Adorn the Ruins. Achso, der erklärt sich natürlich. Es gibt ja Türen, die kann man nur von einer Seite öffnen. Dort, wo dieser Strich noch an der Seite ist, das ist immer die Seite, von der man sie öffnen kann. Gut zu wissen. Ah, jetzt sind wir hier. Das kann ich machen? Okay. Ja, mein Geheimnis gelüftet. Hurra. Okay, was ist denn da unten drin? Ist das das Sandjuwel? Ja, es ist das Sandjuwel. Gut. Aber ich denke uns... Wird nun schon wieder. Ja, ich weiß. Habe ich schon erklärt, wofür das gut ist. Ey, stirb. Sagt das Skelett da unten irgendwas? Nö. Da rechts geht's auch nachher. Ich glaube, das ist das mit der Sonne. Watchtower says above the... Devil Sun. Traps to capture these minions. Ach so. Okay, das ist ein Hinweis auf eine Falle, die es dort gibt. Aber das kann ich ja erklären, wenn wir da sind. Denn wir können dieses Gebiet erst abschließen mit Bossen. Das ist auch das, was ich vorhabe. Wenn ich wüsste, wie lange wir jetzt schon spielen. Wahrscheinlich schon eine Weile. Wie komme ich denn jetzt hin? Ich brauche den Aufzug. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich Noob. Wieso bin ich denn so schlecht? Naja, es geht. Ich war schon mal schlechter. Dann will ich jetzt hier hoch. Da will ich hin irgendwie. Ja, ja. Dann brauche ich die Plattform hier. Da ist sie. Genau im richtigen Moment. Was ist eigentlich hier links? Es gibt acht Angst. Acht Angst, die die großen Geister beschützen. Suche das rote Licht. Das Ankyuubee. Die Wächter, die in den Anschlummern, werden deine Stärke testen. Ja, das habe ich doch schon mal erzählt. Diese wird da ständig wiederholt. Das ist schlimm, ja. Hier, ich habe wieder irgendeinen Klacken gehört. Hier ist dieser eine Pfad, den das eine Skelett unten erwähnt hat. Welches war das? Ich denke, das, was jetzt da am nächsten unter uns liegt. Und damit kommen wir nämlich hier hoch. Und dieser Weg wird befreit. Und dieses Ding sollte das angerufen haben. Bin mir nicht sicher. Was steht hier? Die Wächter, kenne deine Stärke. Tod erwartet die Kraftlosen. Die Zukunft, wartet auf die, die sie selbst trainieren und die, Herausforderungen annehmen. Okay. Dem Fass würde ich aber eigentlich gerne, wenn wir den nächsten Part so als Anfang besiegen. Da passt jetzt irgendwie gerade so zeitlich her. Ich würde auch nochmal gerne gucken, dass sich hier links befindet. Hoch will ich da auch nochmal. Erst nämlich gucken, was hier links ist. Was steht hier? Chiyu, der Dämon. Der die Kraft der. Unendlich der. Nämlich Unendlichkeit, mit der Eternity. Naja, halt. Unendlich, doch eigentlich schon, oder? Eternity. Die Unendlichkeit, erlangt hat, indem er. Die Lebenskraft aus. Unschuldigen Frauen aussagt. Das ist ein böser Schlinge. Who under those who fall into the sacrificial abyss. Ach, das hat was mit dem. Gegenstück zu diesem Ding zu tun. Was ist das? Egal wie oft ich versuche, die Box geht nicht auf. Ja, geht doch nicht. Da hinten, das ist eine Falle. Man sieht die Stacheln da unten. Okay, das Teil müsste jetzt wieder kommen, ne? Okay, es kommt immer, wenn man hier reingeht. Das ist praktisch. Das muss man nicht warten. Aber jetzt würde ich mir noch gerne eine Truhe holen. Geld. Ich brauche mein Geld. Und sollen wir jetzt hier hochklettern? Genau, kommen wir hier raus. Ah, das ist auch kacke. Ja, ich habe Mist gebaut. Ja. Wir müssen vorerst da unten dieses Ding betätigen. Glaube ich. Danke, Spiel. Danke. Bitte, Robert. Bitte. Zu gütig. Okay. Drücke Runde. Das will ich jetzt noch wenigstens aktivieren und dann speichern wir. Und ist das keine Falle? Nö, ist es nicht. Gut. Jetzt sind diese Truhen noch offen, aber ich habe sie leider fast verpennt. Wir hätten das erst machen müssen. Nicht so schlimm. Machen wir im nächsten Part am Anfang der Folge und dann
Geh mal den ersten Boss eins auf die Nase und dann kommen wir, keine Ahnung. Es gibt drei verschiedene Areale, wo wir dann auch hin können. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Reihenfolge war. Gut, dann speichere ich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Robby von Ginger Dolphins. Bis zum nächsten Mal und ciao.